Herzlich willkommen in Meister Frickels YouTube Studio. In diesem Video geht es um den Projekt 2 Bullenfänger für mein T4. Ich habe mir einen besorgt für kleine Kohle, aber dementsprechend schlecht sieht er aus. Und die Halterung fehlt auch noch. Und den werde ich in diesem Video wieder schick machen. Geschweige denn, wir fangen an, den zu entlacken, zu grundieren und die Halterung dafür zu bauen. Und darum geht es in diesem Video. Viel Spaß bei diesem Video. Leute, der Bullenfänger ist wieder da, die Felgen sind auch wieder da, aber ich fange jetzt hier mit dem Bullenfänger an. Ihr seht, er ist komplett lackfrei, habe ich 20 Euro gekostet. Ich denke mal, da kann man gut mit leben, weil für 20 Euro hätte ich es ja nicht so schön hingekriegt. Aber trotzdem, hier sind ja noch sehr viele Rostflecken drauf, die wir natürlich auch erstmal, bevor wir das Ding wieder mindestens grundieren, entfernen müssen. Ja, damit sie nicht später wieder anfangen zu blühen und alles wieder rauskommt. Das mache ich hier mit so einem ganz normal kleinen Luftschleifer. Grobes Schleifpapier drauf oder hier so ein paar Kekse drauf, die halt den Vorteil haben, dass sie das Metall selber nicht angreifen, aber andere lose Sachen halt wegmachen. Und dann versuche ich das jetzt hier, so wie hier, einigermaßen schön glatt zu schleifen. Hundertprozentig werde ich das wahrscheinlich nicht hinkriegen, weil es hier auch arg angegriffen ist. Aber trotzdem werde ich so gut wie möglich verschleifen und dann erstmal einmal grundieren, damit das Teil nicht das Rosten anfängt wieder. Ich das jetzt alles soweit gereinigt habe und sogar noch Glasperl gestrahlt habe. Ich habe eine Glasperl-Sandstrahlkabine, eine große, die habe ich gerade mal wieder aktiviert seit Jahren. Habe ich aber jetzt nicht aufgenommen, aber wenn ich meine Felgen mache, dann werdet ihr das mal sehen. Und jetzt gehe ich hin und habe hier halt alles Glasperl gestrahlt. Trotzdem sind hier wahrscheinlich auch noch Stellen, wo noch Rost dran ist. Deswegen gehe ich jetzt einmal hin und sprühe das mit Fairtan ein. Das muss auf jeden Fall eine Nacht einwirken. Das mache ich jetzt nochmal eben schnell, damit es heute Nacht einwirken kann. Ich das morgen wieder abwaschen kann, dann kann es schön einwirken. Und dann kann ich das morgen grundieren. Komplett übertrieben eingejaucht, muss ich echt sagen. Also für alle Kenner hätte gereicht, wenn ich wirklich nur die Stellen angesprüht hätte, die auch wirklich noch ein bisschen rostig sind. Aber ich habe mir jetzt gedacht, ich habe es jetzt einmal komplett großflächig überall auf jeden Fall getroffen. Selbst die Sachen, wo jetzt hier in Ritzen vielleicht ein ganz klein bisschen Rost ist, die habe ich jetzt auch getroffen. Ist eigentlich total übertrieben, was ich gerade mache. Aber ich habe halt keine Lust, dass der später wieder rostet. Morgen muss ich hingehen, einmal alles abwaschen und dann kann ich das Ding grundieren. So, nachdem ich jetzt vor 24 Stunden das Ding mit Fairtan eingesprüht habe, kann ich jetzt wieder alles Überschüssige abwaschen. Schön mit Wasser. Ich habe das Ding auch mal vorlaufen lassen, weil da noch Säure drin war von der Entlackung. Einfach schön mit Wasser abspülen, alles sauber machen, dann schön trocknen lassen in der Sonne. Ja, und dann kommt die Grundierung drauf. We'll be right back.
Leute, wenn euch meine Videos gefallen, dann drückt doch mal hier den Abo-Button und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und jetzt geht's weiter im Video. So Leute, ich nehme jetzt für die erste Lackierung einen RM Wash Primer. Das ist wird 1:1 gemischt. Das ist hier ist so eine Säure drin, sage ich mal, mit Hertha. Und hier ist der Füllstoff drin. Ja, und dann gut rühren natürlich. Und die Mischung ist 1:1. Ich würde sagen, wir machen mal 80 rühren wir an. Das heißt, wir müssen von 40 reinkippen. Dann noch mal 40 hinterher. Zack. Und gut rühren. Ziemlich flüssig das Zeug. So fast wie Wasser, sag ich mal. Ist aber auch unheimlich ergiebig, also man braucht gar nicht so viel davon. Kleinen Film reicht. So. Ganz wichtig ist Schutzmaske und Schutzbrille. Die sollte ich mir vielleicht mal aussuchen. Was soll man sagen? Super! Ich habe sogar noch ein bisschen zu viel angerührt, weil das Zeug eigentlich super ergiebig ist. Eigentlich hätte die Hälfte davon schon wieder gereicht. Aber naja, allgemein sagt man ja, viel hilft viel. In dem Sinne, so. Erste Lackierung, safe. Das heißt, das Ding kann schon mal nicht mehr rosten. Mega! Plus das Zeug trocknet sowas von schnell. Ne? Das könnte ich jetzt schon abnehmen und im Schuppen tragen. Ich lasse natürlich noch ein bisschen in der Sonne hängen hier und trocknen. Und dann können wir dann gleich schon direkt weiter bearbeiten. So Leute, das A und O ist natürlich dann auch ganz zum Schluss seine Gerätschaften wieder ordentlich sauber zu machen. Übrigens habe ich das Teil noch abgerieben mit Silikonentferner. Natürlich ganz wichtig. Ja, und jetzt müssen wir natürlich alles schön sauber machen wieder. Also irgendwie reagiert er nicht damit. Das wird unklar. Also wie gesagt, für Dünner geht damit schon mal nicht. So, zum Reinigen nehme ich Nitroverdünnung. Universalverdünnung geht nicht. So, sauber machen ist natürlich A und O bei so einem Ding. Selbst wenn das hier das billige Teil vom Baumarkt ist, aber diese Spritze hier habe ich schon mindestens 15 Jahre in meinem Besitz. Die war mal irgendwo dabei, bei irgendeinem Kompressor oder so. 0,8er Düse und für alles, was man damit macht, so hier Spritz, zum Beispiel hier so Grundierung allgemein, kannst du damit sehr gut machen. Oder auch Spritzfüller, nur weil das jetzt hier so eine, ich sag mal, 12-Euro Spritze ist, heißt das nicht, dass man damit nicht arbeiten kann. Wichtig ist halt, dass man wirklich alles richtig schön ordentlich wieder sauber macht, nach jedem Gebrauch. Und dann halten selbst so Billigteile ewig bleiben. So, dann einmal fein spachteln.
So, mal trocknen lassen und dann fangen wir mal ein bisschen an zu schleifen. So Leute, vor dem Schleifen habe ich leider kein Videomaterial, warum auch immer. Ich habe glaube ich einfach vergessen, die Kamera einzuschalten. Aber es ist ja kein Hexenwerk. Einfach schön mit 120er angefangen, 240er und dann hinterher richtig schön fein geschliffen, damit alle Oberflächen richtig schön glatt werden. We collide, we break down, caving in to our doubts, faces filled with sadness, when words are said. So, während Jan jetzt hier weitermacht, gehen wir drüben die Halter bauen. So, jetzt für die, die die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, ey, du kannst doch nicht das Kind da allein lassen. Nein, ganz bestimmt nicht. Mein Osel ist die ganze Zeit unter Aufsicht. Meine Frau steht die ganze Zeit dahinter und guckt natürlich zu, was passiert. Mir persönlich ist es wichtig, meinen Kindern auch ein bisschen Handwerk beizubringen, damit die was lernen. Auch wenn er noch ziemlich klein ist, kann er das trotzdem schon ziemlich gut. Und er zeigt auch wirklich handwerkliches Geschick. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr so zu Hause macht und ob ihr eure Kinder an Werkzeug lasst und einfach mal versucht, denen ein bisschen Handwerk zu vermitteln. Mir persönlich ist es unheimlich wichtig und deswegen darf man Osel auch ganz, ganz oft was machen. Der ist auch immer ganz oft dabei, hinter den Kulissen in den Videos und wenn er kann, nimmt er sofort was in der Hand, Akkuschrauber oder sonst was. Und arbeitet auch gerne mal mit. Ich lasse ihn auch, natürlich immer nur unter Aufsicht.
music on, turn the lights down low, throw the pillows off the bed, blow the candles out, move your body slow. If you got something on your mind, I'ma try to help you let it go. Das war der erste Teil vom Bullenfänger. Darüber gibt es dann zwei Teile. Ich wollte es nicht so lange machen. Deswegen beenden wir jetzt dieses Video hier. Und nächste Woche könnt ihr dann gucken, wie ich den Bullenfänger lackiere und einbaue und den natürlich auch voller Stolz präsentiere. Für dieses Video würde ich mich für einen Daumen hoch mega freuen. Abonnieren dürft ihr meinen Kanal natürlich auch. Abonnieren ist kostenlos. Vergesst bitte nicht, die Glocke zu aktivieren und ansonsten bis nächste Woche Sonntag. Euer Meister Frickel. Haut rein!